Gut, dann fangen wir jetzt an mit der meditativen Mittelstufenstunde. Mein Name ist Sharima. Ich leite euch durch die Stunde. Und da fangen wir natürlich wieder an mit der Anfangsentspannung in der Rückenlage. Du liegst in Shavasana, die Augen sind geschlossen und atmest tief und vollständig ein. Bauch hebt sich. Ausatmend senkt er sich wieder. Mit jedem Ausatmen lässt du mehr los und kommst ganz hier im Raum an. Wir kommen als nächstes zu einer kleinen Anspannübung. Hebe dazu dein rechtes Bein ein paar Zentimeter vom Boden und zieh die Zehen Richtung Kopf. Ferse wegdrücken, Bein schön lang lassen, halten, halten, halten und wieder lösen, fallen lassen. Dann hebe auch dein linkes Bein ein paar Zentimeter an, Zehen heranziehen, Ferse wegdrücken, halten, halten, halten und fallen lassen. Drücke dann deine Fersen in die Matte und heb dein Becken ein paar Zentimeter vom Boden, spann den Beckenboden an, anspann, anspann, anspann und wieder loslassen, fallen lassen, entspannen. Drücke dann deinen unteren Rücken ganz flach auf die Matte, das Becken kippt leicht Richtung Bauchnabel, Bauchmuskeln anspannen, halten, 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 halten und wieder lösen, entspannen. Dann wölbe deinen Brustkorb Richtung Decke, zieh die Schulterblätter aufeinander zu, halte die Wölbung, halten, halten, halten und wieder loslassen. Hebe dann beide Arme vom Boden, mach Fäuste mit deinen Händen, gib ganz viel Spannung in die Arme, fester Fäuste, feste Arme, anspannen, anspannen, anspannen und wieder loslassen. Ziehe dann die Schultern hoch zu deinen Ohren, der Hals verschwindet fast, halten, halten, halten. Und fallen lassen, entspannen. Mache ein ganz kleines Zitronengesicht. Alle Gesichtsmuskeln zur Nasenspitze zusammenziehen. Ganz kleinen Mund. Und wieder entspannen. Hebe dann alles, was du heben kannst. Arme, Beine, Kopf, die Finger spreizen, die Hände zu den Füßen ziehen, Augen aufreißen, Mund aufreißen, die Zunge weit rausstrecken, zur Decke schauen, halten, halten, halten und wieder loslassen. Schließe dann wieder deine Augen und drehe den Kopf nochmal sanft von rechts nach links. Ein-, zweimal und leg den Kopf dann wieder in der Mitte ab, spüre nach und lasse los. Mit jedem Ausatmen gibst du dich mehr und mehr hin der Schwerkraft, vertraue dich Mutter Erde an.
sie trägt und ernährt dich. Spüre die Kontaktfläche deines Körpers mit dem Boden. Wandere gedanklich nochmal durch die Körperrückseite von unten nach oben, von den Fersen über die Waden, Kniekehlen, Oberschenkelrückseiten, Gesäß, den unteren Rücken, den mittleren Rücken, Schulterblätter und Oberrücken, Schultern, Arme und Hände und lasse los. Zum Schluss spüre noch deinen Kopf, wie er am Boden liegt. Alle Auflagepunkte nochmal durchgehen und bewusst loslassen. Gib dich wieder ganz der Schwerkraft hin. Und verweile noch ein paar Atemzüge in Shavasana. Langsam wieder den Atemfluss vertiefen, den Körper sanft bewegen, Hände, Füße, Arme durchstrecken. Mach die Bewegungen, die dir jetzt einfallen und gut tun. Beuge dann deine Beine, umarme deine Knie und schaukel nochmal von rechts nach links. Gönne dir so eine kleine Rückenmassage im unteren Rücken. Und dann komme über das Vor- und Rückschaukeln langsam in eine sitzende Position. Wenn du deine Kissen bereit hast, setze dich auch auf dein Kissen oder mehrere, sodass du gut sitzen kannst für die Atemübungen. Richte dann deine Wirbelsäule gerade auf, entspanne dich, indem du die Schultern ein wenig nach unten, hinten sinken lässt. Brustbein strebt nach vorne, Augen sind nochmal geschlossen, atme vollständig und tief ein und wieder aus. Atme dann bequem ein für das Om. Asato ma sat gamaya tamaso ma jyoti gamaya mrityo ma mritam gamaya
Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Namah Shivaya. Schönen guten Nachmittag alle zusammen hier im Raum und daheim am BC. Für diese Yogastunde meditatives Halten steht auf dem Plan. Das heißt, wir werden mehr Zeit haben, um die Stellung zu halten. Wem das nicht liegt, der kann dann seine Variationen machen. Das sage ich aber dann nicht an, sondern ich werde vielleicht so ein paar Affirmationen dazu geben. Schauen wir mal. Ansonsten seid ihr aufgerufen, Mittelstufenstunde ist immer auch eigene Praxis, auf den eigenen Körper hören, selbstverantwortlich praktizieren und ja, ihr müsst nicht alles machen, was ich vorschlage, aber es ist ein klassischer roter Faden, der durch die Stunde geht und ihr kennt den Begriff Yoga Vidya Grundreihe und das ist auch dahinter verborgen. Gut, wir fangen auch klassisch an mit Pranayama. Wenn wir dann gleich auch noch mal ein bisschen eine Tür aufmachen zum Lüften, dann haben wir auch noch ein bisschen mehr frische Luft. Setzt euch dann alle aufrecht gerade hin, die Schultern noch mal ganz bewusst nach unten ziehen, das Brustbein nach vorne wölben und den Kopf gerade aufrichten, die Augen schließen, atme vollständig und komplett ein. Und vollständig wieder ausatmen. Atme dann bequem ein für die erste Runde Kapalabhati. Ham, 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 ham. Vollständig ausatmen. Wenn du ausgeatmet hast, kannst du dich nach vorne abstützen, die Bauchdecke nach innen ziehen, also den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, Uddiyana Bandha, und warte auf den Einatmenimpuls. Und dann richte dich mit dem Einatmen wieder ganz gerade auf. Atme vollständig wieder aus. Atme danach bequem ein. Füll die Lunge zu zwei Drittel und halte den Atem an. Setz Mula Bandha, den Beckenbodenverschluss. Alle Schließmuskeln, die du anspannen kannst, spann an und zieh sie leicht nach oben innen. Lausche dem Rauschen des Windes draußen. Und dann Bandha wieder lösen und ausatmen. Atme dann wieder vollständig ein. Und nochmal vollständig und tief aus. Atme bequem ein für die zweite Runde. Ham, 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 ham,
ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham. Vollständig ausatmen, presse alle Luft heraus, geh in das Vakuum, indem du den Bauch nach innen ziehst. Kannst auch Agni Sara, das schnelle Zurück, schnell in der Bauchdecke praktizieren, wenn du es kennst. Warte dann auf den Einatmenimpuls, richte dich mit dem Einatmen wieder gerade auf. Atme vollständig wieder aus. Atme dann bequem ein, füll die Lunge zu 2/3 und halte den Atem an. Setz Mula Bandha, konzentriere dich gerne auf deinen Beckenboden. Lass die Energie vom Solarplexus hinunterfließen in deine Beckenschale und von dort Chakra für Chakra, Wirbel für Wirbel aufsteigen. Spüre Wärme im Beckenbereich. Zieh gedanklich die Energie nach oben. Om Bandha lösen, wieder ausatmen, atme dann nochmal vollständig ein und vollständig aus, bequem einatmen für die 3. Runde, ham, 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 ham. Beuge dich dann nach vorne, zieh nochmal die Bauchdecke nach innen. Warte auf den Einatmenimpuls. Und mit dem Einatmen richtest du dich wieder ganz gerade auf. Ausatmen, Schultern sinken nach unten, Lunge ganz leeren. Atme bequem ein, füll die Lunge zu 2/3, halte den Atem an, setze Mula Bandha. Konzentration lenke jetzt zu deinem Kopf, zu deiner Stirnmitte, 3. Auge, Ajna Chakra. Stelle dir vor, wie dort eine Lichtquelle aufleuchtet und sich immer mehr und mehr ausbreitet, weit über deinen Kopf hinaus. Oh. Atme jetzt, spätestens jetzt langsam aus. Lass die Augen noch geschlossen, spüre einen Moment nach. Wie fühlt sich das an, die Energie im Körper?
spürst du den strahlenden Kopf, die Energie, die ausstrahlt, um deinen Kopf herum. Gut, dann kommen wir als nächstes zur Wechselatmung. 7 Runden. Wir bereiten die rechte Hand vor in Vishnumudra. Zeigefinger, Mittelfinger einklappen von der rechten Hand. Die Hand kannst du dir schon mal so leicht vors Gesicht platzieren. Die andere Hand gerne im, Chin-Mudra oder die Hand unter deinem Ellbogen. Ja, neben mir sitzt Vani Devi, die kann alle Sanskrit-Begriffe. Ich auch. So, ich war ganz im Bliss. So, dann schließe wieder deine Augen, atme nochmal vollständig ein und vollständig aus. Schließe mit dem Daumen dein rechtes Nasenloch und atme links zügig 3, 4, 5 ein. Nase verschließen, wir üben im klassischen Rhythmus. 4, 16, 8. 16 Sekunden halten wir den Atem an. Öffne jetzt rechts, atme langsam und gleichmäßig rechts aus. Atme rechts zügig wieder ein. 3, 4. Nase verschließen. Spüre die Verbindung zur Erde über dein Kissen, über dein Muladhara-Chakra. Du kannst auch gerne deinen Beckenboden leicht anspannen während des Anhaltens. Öffne jetzt links, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme links zügig wieder ein. 3, 4, Nase verschließen. Gehe eine Station höher zum Svadhisthana Chakra, Kreuzbeingegend, Element Wasser, Mondenergie. Dann öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme rechts zügig wieder ein. 3, 4, Nase verschließen. Svadhisthana Chakra, Mondenergie. Kannst du gerne eine Mondsichel über einem See vorstellen. Dann öffne links, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme links zügig wieder ein. 3, 4, Nase verschließen. Wandere eine Station höher zum Manipura Chakra Sonnengeflecht, oberhalb deines Bauchnabels. Feuerelement. Kannst dir auch eine kleine Sonne vorstellen. Dann öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme rechts zügig wieder ein. 3, 4, Nase verschließen. Konzentration, Manipura Chakra, Feuerelement. Kannst dir auch ein kleines Lagerfeuer vorstellen. Oder Agnihotra. Dann öffne links, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme links zügig wieder ein. 3, 4, Nase verschließen. Konzentration auf die Brustmitte lenken. Anahata Chakra, Herzchakra. Luftelement ist hier zu Hause. Wunderschön heute mit dem Wind, mit dem warmen Wind zu spüren. Dann öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme rechts zügig wieder ein. 3, 4, Nase verschließen.
Konzentration, Anahata Chakra, Luftelement. Kannst du dir auch einen blauen Himmel mit weißen Wolken vorstellen? Dann öffne links, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme links zügig wieder ein, 3, 4, Nase verschließen. Konzentration wandert jetzt zu deiner Kehle, Vishuddha Chakra, Element Äther. Kannst du die endlose Weite des Weltenraumes vorstellen? Dann öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme rechts zügig wieder ein, 3, 4, Nase verschließen. Du bist im Vishuddha Chakra. Ein Gefühl von Freiheit, Weite und Raum stellt sich ein. Dann öffne links, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme links zügig wieder ein, 3, 4, Nase verschließen. Wandere wieder zu deinem Kopf, Stirn, Mitte, Ajna Chakra, drittes Auge in der Mitte deiner Stirn, zwischen den Augenbrauen. Visualisiere Licht. Öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig aus. Atme rechts zügig wieder ein, 3, 4, Nase verschließen. Konzentration im dritten Auge, Ajna Chakra, Licht und Om. Links öffnen, langsam und gleichmäßig ausatmen. Letzte Runde links einatmen, 3, 4, Nase schließen. Wandere jetzt zu deinem höchsten Punkt am Scheitel, stelle dir dort eine weiße Lotusblüte mit 1000 Blütenblättern vor. Dann öffne rechts, atme langsam und gleichmäßig wieder aus. Atme rechts zügig wieder ein, 3, 4, Nase verschließen. Bleibe im Sahasrara Chakra und genieße die Stille. Links öffnen, langsam und gleichmäßig ausatmen. Senke dann den rechten Arm. Lass die Augen geschlossen, spüre nach. Der Geist ist ganz ruhig, ausgeglichen. Du ruhst in dir. Dann vertiefe wieder deinen Atem, nimm 1, 2 tiefe Atemzüge, öffne dann langsam die Augen, rolle mal mit den Schultern ein wenig nach hinten, um wieder Bewegung in den Körper zu bringen. Bin ich das? Aha. Der Yoga-Lehrer bewegt sich nicht. Die Beine langsam ausstrecken, vom Kissen rutschen oder mal so richtig schön die Beine am Boden ausklopfen.
Und kannst du noch toppen, indem du die Hände benutzt und innen und außen abklopfst. Und gerne ausstreichen. Auch nochmal richtig schön mit Genuss. Die Beine wollen auch geliebt werden und gestreichelt oder gewertschätzt werden. Dann stütz dich nach hinten ab und lass die Füße kreisen. Spüre deine Fußgelenke, mobilisiere sie. Jetzt wird es halbe Stunde ungefähr nichts gemacht, die Fußgelenke, und die sollen jetzt gleich in den Sonnengruß starten. Und dann kommen wir Rücken schon nach oben zum Stehen. Genau, alle überflüssigen Kleidungsstücke ausziehen. Entspanntes Stehen. Kannst aber erstmal nochmal für die Vorübung die Füße etwa hüftbreit auseinandergeben. Die Schultern sind jetzt dran mit Mobilisieren. Wir haben eben schon ein bisschen so gekreist. Jetzt gib nochmal die Fingerspitzen auf deine Schulter und gib sie vorne, die Ellbogen zusammen und mach die Kreise so groß du kannst. Dann wirst du auch hinten nochmal am Rücken was spüren, wie die Schulterblätter mitgehen und du in die Aufrichtung kommst. Dann die Arme locker auspendeln lassen und mal richtig schön nach hinten kreisen. Dabei darfst du auch die Hüfte so leicht mitpendeln lassen. Damit ist der Körper schon im Ganzen beteiligt. Hüftgelenke, Knie, Fußgelenke und dann vorwärts kreisen. Die Arme weit nach oben strecken, mach dich ganz lang. Schau Richtung Hände. Und dann lässt du die rechte Hand nach vorne, die linke nach hinten, gegenläufiges Kreisen. Sei weich in den Knien. Und gerne nochmal oben nochmal kreuzen und dann links vorwärts kreisen und rechts zurück. Gegenläufiges Kreisen ist sehr gut für unsere Gehirnhälften zu koordinieren, zu synchronisieren. Gut, noch was Einfaches zwischendurch, die Hände nach hinten zusammengeben und in die stehende Rückbeuge kommen. Der Blick geht zur Decke, zum Himmel hätte ich beinahe gesagt, aber hier ist es ja eine Decke. Atme ruhig mal mit offenem Mund, da passiert nichts. Einfach mal so stehen, atmen. Und mit der nächsten Ausatmung beugst du dich langsam nach vorne, bis der Kopf auf Höhe deiner Knie sich befindet. Die Arme nimmst du mit. Und jetzt lässt du mal den Kopf locker pendeln, vor und zurück ein paar Mal. Und auch seitlich schütteln mal. Das ist gut für die Frisur. Die sitzt danach viel besser. Es kommt Luft an die Haarwurzeln, doch wirklich. Ist tatsächlich so. Das muss man nur einmal am Tag gemacht haben, damit man das den Unterschied merkt. Und dann mit leicht gebeugten Knien und runder Wirbelsäule nach oben aufrollen. Wenn du oben bist, roll nochmal die Schultern extra nach hinten. So stehst du wieder gerade. Hände vor dem Körper falten, nach unten drücken. Arme nach oben auf die Zehen ballen. Und dann kannst du über deine eigene Matte hin und her schreiten. So, vor und zurück geht auch. Wichtig ist, dass du hier aus der Achselhöhle dich nach oben streckst, weil hier ist ja sehr viel Lymphgewebe und die brauchen Dehnung, um in Fluss zu kommen. Wunderbar.
Wenn du wieder auf deiner Matte angekommen bist, ausatmen, seitlich die Arme senken, einatmen, seitlich wieder nach oben geben, Hände falten und dann richtig schön zur Seite dehnen, rechts, links die sich wiegende Palme. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff? Bilder helfen, in die Bewegung zu kommen, mit der Vorstellungskraft. Oben wieder ausatmen, die Arme seitlich senken und dann nochmal richtig schön die Arme um die eigene Taille fliegen lassen, dabei ruhig mitdrehen. Der Rundumblick, du siehst alles, was hinter dir ist. Wunderbar, jetzt seid ihr schon richtig locker. Zumindest, wenn ihr jetzt mal kurz innehaltet, kurz die Schultern entspannt und in die Hände spürt, merkt ihr schon ein leichtes Kribbeln. Gib die Hände nochmal seitlich auf dein Becken und lass dein Becken kreisen. Wir wollen ja auch den unteren Bereich der Wirbelsäule aktivieren. Je größer die Kreise, desto mehr Bewegung. Auch mal die Drehrichtung ändern. Und dann lasse wieder los. Letzte Vorübung ist dann die Überkreuzbewegung. Kann ich auch nicht so machen mit diesem Gerät hier. Schön locker aus der Hüfte. Wunderbar. Ist auch ein Kreislauftraining. Das heißt, wenn du jetzt mal an irgendeinem Tag keine Matte dabei hast und möchtest den Kreislauf aktivieren, kannst du diese Vorübung gerne machen. Und dann komme aus der Bewegung wieder heraus, spüre einen Moment nach. Vielleicht musst du noch die Matte wieder ein bisschen richten. Wir kommen als nächstes dann zum Sonnengruß. Die Füße geben wir jetzt zusammen, rollen nochmal die Schultern schön nach hinten, Brust nach vorne. Der Blick geht geradeaus. Ein- und ausatmen, Hände vor der Brust zusammenführen, Namaste. Einatmen, strecke dich weit nach oben, Gesäß ist fest. Ausatmen, beuge dich nach vorne, bring die Hände neben deine Füße. Einatmen, rechten Fuß zurück in den Sprinter, links zurück, Atem halten, ausatmen, Knie, Brust und Stirn ablegen. Einatmen, gleite in die Kobra, ausatmen, drücke dich hoch in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechter Fuß vor, ausatmen, links dazu. Einatmen, aufrichten, ausatmen, Arme sinken. Ein- und aus, Namaste. Einatmen, Streckung. Ausatmen, Hände neben die Füße. Links zurück, Sprinter. Rechts zurück in den Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn ablegen. Einatmen, gleite in die Kobra. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Einatmen, linker Fuß vor. Ausatmen, rechts daneben. Einatmen, aufrichten, ausatmen, Arme senken. Ein- und aus, Namaste. Einatmen, Streckung, ausatmen, Hände neben die Füße. Rechts zurück, Sprinter, links zurück, Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechts vor, aus links. Einatmen, aufrichten, ausatmen, Arme senken. Ein- und aus, Namaste. Einatmen, Streckung, ausatmen, Hände neben die Füße. Links zurück, Sprinter, rechts zurück, Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn. Ein in die Kobra, ausatmen, Hund. Einatmen, links vor, ausatmen, rechts. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Arme senken. Ein- und aus, Namaste. Einatmen, Streckung. Aus, Hände neben die Füße.
Rechts zurück Sprinter, links zurück Stütz, ausatmen Kniebruststirn, ein zur Cobra, aus in den Hund, ein rechts vor, aus links daneben, ein nach oben, aus Arme senken, ein und aus Namaste, einatmen Streckung, aus Hände neben die Füße, links zurück Sprinter, rechts zurück Stütz, ausatmen Kniebruststirn, ein zur Cobra, aus in den herabschauenden Hund, einatmen links vor, ausatmen rechts, einatmen aufrichten, ausatmen Arme senken, kurze Pause, nachspüren. Die nächsten zwei Doppelrunden dürft ihr dann so machen, wie ihr heute das möchtet, also das Tempo selber bestimmen, vielleicht mit Variation. Und wenn ihr fertig seid, bleibt ihr einfach stehen und dann machen wir noch mal was zusammen. Jetzt seid ihr dran. Genau, wenn ihr fertig seid, bleibt einfach in der Berghaltung stehen. Spürt nach, lasst den Atem sich beruhigen. Gut, wir machen nämlich noch eine Doppelrunde zusammen, beziehungsweise ihr, mit den Surya-Mantren, weil ich das auch mal eine schöne Methode finde, man kommt so in Flow, bei jedem Om eine neue Stellung, ist auch nicht zu schnell und so kann man sich die Stunde oder vier, die Runde selber gestalten. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Banave Namaha, Om Kakaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagabaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Akaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Dann gehst du in ganz ruhigen Schritten ans hintere Ende deiner Matte.
kommst, entweder in den Panther oder in die Stellung des Kindes als Vorbereitung für die nächsten Übungen. Lasse ganz los. Sage dir selber, ich fühle mich geborgen im Schoß von Mutter Erde. Ich bin geliebt und geschützt. Ich vertraue dem Leben. Ich ruhe in mir. Dann stelle dir vor deinem inneren Auge vor, wie du in die nächste Stellung kommst. Klassischerweise wäre das jetzt der Kopfstand. Wenn du die Übung selbstständig aufbauen kannst, mache das. Sonst über eine andere Umkehrstellung deiner Wahl. Das kann auch der Delfin sein oder der Hund. Deine Praxis, deine Zeit. Wunderbar hier vorne vorgeführt. Ein klassischer Aufbau. Du kannst auch sagen innerlich, ich bin im Gleichgewicht. Ich stehe wie ein Fels in der Brandung. Ich bin voll konzentriert und in meiner Mitte. Ich bin der Herrscher in meinem Leben. Ich stehe wie ein Fels in der Brandung. Ich bin voller Konzentration. Ich ruhe in mir. Ich bin der Lenker meines Lebens. Und dann wieder auflösen und in der Stellung des Kindes nachspüren. In diesen kleinen Pausen verteilt sich die Energie ganz selbstständig in deinem Körper. Sie fließt immer dorthin, wo Energie benötigt wird. Körperintelligenz, das Wunder der Schöpfung. Dann rolle dich langsam wieder nach oben auf. Komme in ruhigen Bewegungen in Rückenlage, in die Rückenlage und spüre noch ein, zwei Atemzüge nach in Shavasana, bevor wir die anderen Umkehrhaltungen aufbauen. Doch zuvor wollen wir noch die Bauchmuskeln ein wenig trainieren. Hebe jetzt erstmal beide Beine nach oben, senkrecht zur Decke. Hebe dann auch die Arme senkrecht nach oben und schüttel alles mal aus. Genau, der Käfer auf dem Rücken bringt die Energie wieder zur Körpermitte zurück. Dann
Gebe die Hände an deinen Hinterkopf, heb den Kopf etwas an und beuge langsam die Beine in eine 45-Grad-Position oder tiefer, so dass du deine Bauchmuskeln gut spürst. Lächeln hilft. Und diese Hände, die den Kopf halten, entspannen auch deinen Nacken. Das könnte man auch ohne Hände machen, die Hände zum Beispiel auf Höhe der Knie. Aber wenn wir den Nacken schonen wollen, machen wir es so. Und dann langsam wieder aus der Übung gehen, den Kopf ablegen, den Oberkörper und die Beine hinter dem Gesäß aufstellen. Für die schrägen Bauchmuskeln kommst du jetzt mit dem Oberkörper hoch, gib beide Hände auf die rechte Seite von deinen Knien und die Beine nach links oben ausstrecken. Eine leichte Verdrehung, um die schrägen Bauchmuskeln zu aktivieren. Da liegt es auch an dir, je flacher die Beine oder je mehr sie zum Boden kommen, desto mehr Bauch ist beteiligt. Und wechsel dann selbstständig auf die andere Seite. Wunderbar. Ja, laut Atmen ist ein Zeichen dafür, dass der Körper benutzt wird. Das ist gut, soll auch so sein. Und dann löse die Stellung langsam auf, stell die Füße ab, leg den Oberkörper und die Arme ab und entspanne. Als nächstes kommen wir zur Schulterbrücke als Vorübung für den Schulterstand. Eine Kraftübung, wenn man sie richtig ausführt. Die Füße hüftbreit hinter deinem Gesäß abstellen, die Hände flach rechts und links vom Gesäß. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein Becken so hoch du kannst. Drücke die Füße in die Matte und dann versuche, die Hände unterhalb des Beckens zu falten und die Arme lang zu ziehen, Schultern weg von den Ohren, damit es keine Nackenbrücke wird, sondern eine Schulterbrücke. Schütze so auch den unteren Halswirbel, der so ein bisschen vorsteht. Der zieht sich nämlich jetzt zurück. Und so soll es sein. Die Füße mit etwas Druck auf den Boden pressen. So kommst du auch noch ein paar Zentimeter höher. Also aktiv, das ist die aktiv gehaltene Stellung. Und wenn man die aktiv hält, also mit etwas Kraft, dann merkst du, wie sich die Muskulatur auf der Rückseite deiner Beine über deine Gesäßmuskulatur bis hoch zu den Schultern aufbaut. Der Atem fließt ruhig. Und dann langsam die Hände lösen, das Becken senken, die Beine lang ausstrecken und kurz nachspüren. Shavasana. Gut. Wir haben ja hier genug Platz, das heißt, die Gefahr, dass du hinter dir eine Wand hast oder sonst irgendwas Ungünstiges, ist nicht gegeben, weil Schulterstand und Flug werden ja hintereinander ausgeführt, ohne die Position groß zu verändern. Schließe jetzt deine Beine, bringe die Hände rechts und links neben dein Gesäß mit der nächsten Einatmung. Hebst du dann die Beine an, die Knie leicht Richtung Stirn, so löst sich der Rücken vom Boden. Die Hände platzierst du rechts und links neben der Wirbelsäule, Fingerspitzen nach oben. Ja, es gibt auch Variationen, wie man die Hände hält. Es gibt ganz verschiedene Schulterstände. Achte aber darauf, dass die Ellbogen möglichst nah zusammen sind.
kannst das korrigieren, indem du die Knie nochmal sanft Richtung Kopf beugst, um Schultern und Arme zu entlasten. Der Schulterstand. Die Stellung aller Teile. Sage dir selber, Kraft durchdringt alle meine Körperteile. Ich akzeptiere mein Leben. Ich trage mein Schicksal mit Gelassenheit. Ich bin stark und ruhe in mir. Der Kopfstand war ja eher aktivierend, yang betont, männlich. Und dies ist die Yin-Position, eine Umkehrhaltung mit sehr viel gesundheitlichen positiven Effekten auf Schilddrüse und innere Organe, auf die Faszien. Und so lohnt es sich, das auch mal länger zu halten, meditativ. Ich akzeptiere mein Leben. Ich trage mein Schicksal mit Gelassenheit. Gleichmäßiger Atemstrom, ruhig. Dann bereite dich auf den Flug vor. Du kannst gern erstmal einbeinig versuchen, den Fuß hinter dem Kopf auf den Boden aufzusetzen, im Wechsel. Und dann beide Beine gleichzeitig absenken, die Hände vom Rücken lösen, die Arme wieder lang am Boden ausstrecken, gefaltet. Schütze deinen Nacken. Atme gleichmäßig, Beine sind durchgestreckt, die Kniekehlen gefüllt, die Hüfte oberhalb der Schultern. Sage dir innerlich, ich bereite den Boden vor für neue Erfahrungen. Ich pflüge alte Denk- und Handlungsweisen um. Erneuerung und Wachstum bestimmen mein Leben. Ich bin bereit, Neues zu wagen. Ich bereite den Boden vor für neue Erfahrungen. Ich pflüge alte Denk- und Handlungsweisen um. Erneuerung und Wachstum bestimmen mein Leben. So bin ich bereit, Neues zu wagen. Und während du so in dem Flug verweilst, überlegst du dir schon, wie du das Ganze wieder auflösen möchtest. Es ist schön, wenn man von dort aus vielleicht nochmal nach oben kommt, in den Schulterstand, kurz mit oder ohne Hände am Rücken. Und wenn man noch möchte, kann man die Hände seitlich platzieren am Becken und dann mit einem Ausfallschritt wieder in die Schulterbrücke kommen. Sehr schön. Genau so. Und dann langsam das Becken zum Boden sinken, nachspüren. Wer jetzt noch möchte, kann natürlich auch noch in das Rad kommen, Chakrasana, die Variante.
die Hände neben die Ohren platzieren am Boden, Fingerspitzen zeigen zur Schulter und hier wunderbar vorne zu sehen, wenn man dann starke Muskeln hat, kann man sich auch einbeinig in das Rad begeben. Ansonsten langsam wieder in Shavasana zurückkommen, kurz nachspüren. Die nächste Übung ist dann der Fisch, eine Rückbeuge. Dazu bringst du die Arme unter den Körper möglichst nah zusammen. Du kannst die Daumen auch so etwas verhakeln, sodass du wirklich die Hände nah beieinander hast. Mit der nächsten Einatmung richte den Oberkörper auf, schau Richtung Füße, komme auf die Ellenbogen und dann erst den Kopf nach hinten beugen und den Scheitel auf den Boden abstellen. Der Brustkorb ist jetzt der höchste Punkt deines Körpers. Der Atem fließt ruhig, du kannst gern die Augen schließen. Nimm die Dehnung in deinem Brustkorb wahr. Sage dir vielleicht so passend, ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Ich öffne mein Herz und lass die Liebe erstrahlen. Ich schwimme mit dem Fluss der Energie. Ich fühle mich frei und ungebunden. Ich öffne mein Herz und lasse die Liebe erstrahlen. Ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Ich schwimme mit dem Fluss der Energie. Ich fühle mich frei und ungebunden. Om, langsam auflösen, Kopf anheben, Oberkörper absenken, die Hände befreien, die Hände vielleicht nochmal so in der Luft so ein bisschen ausschütteln oder alles, was du denkst, was dir gut tun könnte, das Kreisen der Handgelenke zum Beispiel. Dann klapp die Arme so richtig schön zur Seite auf für eine Krokodilsübung, die Füße hinterm Gesäß aufstellen. Mit der nächsten Ausatmung beide Knie auf die rechte Seite drehen und den Kopf nach links, gegenläufige Drehbewegung, einmal zwischenatmen und dann wieder einatmen, Knie und Kopf zur Mitte, ausatmen, Knie jetzt nach links, Kopf nach rechts. Mache das so, wie du es heute gut und schön für dich empfindest. Dann, wenn du das nächste Mal in der Mitte bist, mit den Knien. Strecke dein linkes Bein aus am Boden und das rechte Knie nimmst du mit beiden Händen zur Brust und gib nochmal die Stirn zu deinem Knie als leichte Nackenentspannung nach dem Fisch halten und ausatmend wieder lösen. Und dasselbe auch nochmal mit dem anderen Bein. Linkes Bein anwinkeln, heranziehen.
Stirn zum Knie und wieder lösen. Dann beide Beine anwinkeln, beide Hände um jeweils ein Knie. Kannst auch erst schaukeln, rechts, links. Oder kreisende Bewegung machen, wie es dir jetzt bekommt. Und dann mit Schwung nach oben kommen für die sitzende Vorwärtsbeuge. Auch hier, muss sehen, ob es geht mit dem Teil hier. Die Beine erstmal lang ausstrecken. Der Körper bildet einen rechten Winkel zu den Beinen, also so ganz gerade, nicht sowas hier. Das ist ja keine Körperspannung. Die Körperspannung ist jetzt da und da wollen wir hin. Also da ist das Ziel. Und wir machen eine Vorübung, das Ruderboot. Die Hände nochmal richtig schön spreizen. Ausatmen, beugst du dich vor. Hier greifst du in die Ruder und ruder schön zurück. Und diese Bewegung hilft dir tatsächlich spielerisch nach vorne zu kommen. Ich finde das auch gut mit den Händen, also auch da was zu tun für den Energiefluss. Die Venenpumpe. Genau, dann wieder in der geraden rechten Winkelposition ankommen, die Arme strecken und jetzt schön langsam in Zeitlupe nach vorne, die Hände zu den Füßen geben, ganz entspannt den Bauch auf den Oberschenkel ablegen und traditionell würde ich jetzt nicht zu den Knien schauen, kann man natürlich machen, später aber erstmal zu den Füßen, da nochmal so richtig schön um die Füße greifen, wenn man drankommt und dann erst Schultern entspannen, Arme entspannen und loslassen. Die Vorwärtsbeuge fördert die Hingabe, Dankbarkeit und Demut und Geduld. Geduld vor allen Dingen mit dir selbst, mit der Situation, die wir jetzt haben, geduldig zu sein. Und wir können ja froh sein, dass wir es hier so schön warm und hell haben, also Licht und Abwechslung haben wir auch in der Regel und lecker essen. Die Vorwärtsbeuge. Sage dir selber, ich bin voller Dankbarkeit und Demut. Ich vertraue dem Leben. Ich verneige mich vor dem Göttlichen. Ich entwickle Geduld und Hingabe. Ich lasse los. Ich bin voller Dankbarkeit und Demut. Ich vertraue dem Leben. Ich verneige mich vor dem Göttlichen. Ich entwickle Geduld und Hingabe. Ich lasse ganz los. Shh.
der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder auf, gib die Arme nochmal erst nach oben und dann stell sie hinter dir ab. Komme von hier aus in die schiefe Ebene oder, wenn du es lieber möchtest, in den Tisch mit gebeugten Beinen. Becken anheben, Kopf hängt ein wenig nach hinten. Streckung. Kraftübung. Und dann kommst du langsam, erst das Becken senken, in die Bauchentspannungslage. Drehe dich auf deiner Matte, Blick Richtung zum Altar oder zu Hause, egal. Draußen ist eh gleich dunkel. Lege deine Stirn über deine übereinandergelegten Hände ab. Die Füße berühren sich am großen Zeh, Fersen fallen nach außen. Lasse auch hier los. Spüre deinen Bauch gegen die Unterlage atmen. Und idealerweise kommt die Wärme jetzt auch von unten. Wir kommen als nächstes zu den Rückbeugen. Hilft ja auch, sich dann schon visualisieren. Wir fangen klassisch mit der Kobra an. Stelle die Hände unterhalb deiner Schultern, dass die Fingerspitzen mit den Schultern abschließen, die Ellbogen nah am Körper, Stirn ist noch am Boden, Beine parallel, Füße parallel, Schambein in die Matte drücken und einatmend drücke dich vielleicht ganz sanft am Anfang nach oben. Wenn du deine Position gefunden hast, löse die Hände kurz vom Boden, um deine Rückenmuskulatur anzusprechen. Dann die Hände ruhig wieder abstellen. Du kannst gerne immer wieder auch eine Variation üben, zum Beispiel die Hände lang nach hinten zusammenführen, in die gebundene Kobra oder den freifliegenden Vogel. Im freifliegenden Vogel sind auch die Füße leicht vom Boden angehoben. Auf jeden Fall stärkst du so deine Rückenmuskulatur. Hilft dir auch gegen krummen Rücken, Haltungsschäden vorzubeugen. Die Kobra, sag dir selber, ich bin biegsam wie eine Schlange. Ich erhebe mich empor zum Göttlichen. Ich erwache und bin bereit zu wachsen. Ich habe den Überblick über mein Leben. Ich bin biegsam wie eine Schlange. Ich erhebe mich empor zum Göttlichen. Ich erwache und bin bereit zu wachsen. Ich habe den Überblick über mein Leben. Dann langsam wieder aus der Kobra hineingleiten in die Bauchentspannungslage. Die nächste Rückbeuge ist die Heuschrecke. Auch hier gibt es Varianten. Wir können erstmal die Arme möglichst ganz nah zusammen unter den Bauch schieben. Die Hände entweder als Fäuste in die Leiste oder als flache Hand am Boden. Kinn ist aufgestellt, Beine sind zusammen.
Gerne auch erstmal die einbeinige Heuschrecke, das heißt ein Bein heben. Fangen wir mal rechts an, so hoch du kannst. Gibt auch die Variante gestützte Heuschrecke. Das ist eine schöne Vordehnung und zeigt uns, wo es gleich lang gehen soll. Dann wechsel nochmal die Seite, das Bein. Gleichmäßiger Atem. Dann Bein wieder senken und mit dem nächsten einatmend beide Beine anheben und verweilen in der Heuschrecke. Ich überwinde meine Trägheit und bin bereit zu handeln. Mein Rücken ist stark. Bereite mich vor auf den nächsten Sprung. Langsam wieder absenken. Löse die Hände. Gib sie noch mal kurz in die Bauchentspannungslage vor dir am Boden. Ich wollte mit euch noch eine Kraftübung machen, die nicht aus der Reihe ist, aber sehr schön finde ich persönlich für die Stärkung des Rückens. Komme in die Sphinx. Sphinx ist die parallele Lage deiner Arme im rechten Winkel. Die Ellbogen unterhalb der Schultern, die Hände parallel vor dir aufgestellt. Die Ellbogen nicht zu weit, ne? Das ist, genau. Das ist doch schon mal bequem. Der Blick geht geradeaus und die Sphinx hat ein geheimnisvolles Lächeln. Sie hat nämlich ein Geheimnis. Wird auch nicht verraten. Das Geheimnis kommt gleich zutage, wenn du nämlich jetzt die Füße aufstellst und dein Becken anhebst und in die Brettposition oder den Unterarmstütz kommst, dann hast du nämlich alle Muskeln aktiviert, die du im Rücken aktivieren kannst. Halten ist das Zauberwort. Ja, das macht Spaß. Kannst du auch sagen, Kraft durchdringt alle meine Körperteile. Ich bin stark wie eine Brücke. Diesmal eine flache Stahlbeton, nein, Holzbrücke. Gleichmäßiger Atem unterstützt dich im Haltevorgang. Und mit der nächsten Ausatmung langsam wieder dein Becken absenken, die Arme wieder in die typische Position bringen und kurz nachspüren. Wackel mal mit deinem Gesäß ein wenig hin und her. Nimmst du wieder die Spannung raus aus dem System, falls die eben doch angespannt war. Dann als letzte Rückbeuge ist normal der Bogen dran. Ich biete aber auch an, gern den Fallschirmspringer. Der Fallschirmspringer hebt die gebeugten Arme so leicht angewinkelt vom Boden, winkelt auch die Beine an und versucht, die Oberschenkel von der Matte zu lösen. Der Blick geht so schräg nach vorne. Genau. Da merkt ihr nämlich auch, dass das sehr effektiv ist. Weil in dem Versuch, die Oberschenkel von der Matte zu lösen, ist genau das, was wir erreichen wollen, die Stärkung des Rückens. Beine noch mehr anbeugen. Genau, wie so ein, ne, du springst aus dem Flugzeug und dann lässt du dich im freien Fall auf die Matte sinken.
Genau, dann wieder langsam auf der Matte ankommen und entspannen. Lasse nochmal los. Nimm die Spannung aus dem Rücken. Idealerweise kommen wir jetzt in den Vierfüßlerstand. Das heißt, du stellst dich so auf, dass die Hände unterhalb oder die Handgelenke unterhalb der Schultern sind. Der Rücken ist gerade, der Kopf leicht angehoben. Einatmen und ausatmen, gehst du schön in die Rundung. Da ziehst du Kopf und Bauch nach innen. Einatmen wieder gerade, ausatmen schön runder Katzenbuckel. Genau, mit dem eigenen Atem arbeiten. Und dann kannst du gerne, wenn du wieder in der geraden Position bist, nochmal die diagonale Streckung ausführen oder auch diagonale Katze. Ist auch eine schöne Halteübung. Und wechsel dann nochmal die Seite. Gehe dann vom Vierfüßlerstand, wenn du wieder am Boden bist, in über den Panther. Erstmal die Arme schön vorne lassen, die Finger so ein bisschen aufgekrallt und mit dem Gesäß weit nach hinten gehen, sodass du die Dehnung vor allen Dingen auf der Armrückseite spürst und in der Achselhöhle. Und dann nochmal kurz in die Stellung des Kindes hineingleiten und nachspüren. Dann rollst du dich langsam nach oben auf. Für den Drehsitz setzt du dich dann ganz entspannt nach links und bringst den rechten Fuß neben dein linkes Knie. Das linke Fuß ist weit oder nicht weit, aber jedenfalls von deinem Gesäß entfernt, sodass du nicht auf dem Fuß sitzt. Hände ums aufgestellte Knie, Blick nach vorne. Dann gibst du den linken Arm um dein aufgestelltes Knie und den rechten Arm im Bogen nach hinten. Ich glaube, ich bin aus dem Film raus. So, Vani Devi macht das sehr schön. Auch die Variante am Knie vorbei zum Fuß kann man probieren, ob es geht. Der Kopf dreht ein wenig mit, die Augen schließt du zum Schluss und senke dann dein Kinn, sodass der Nacken entspannen kann. Höre, wie der Regen sanft aufs Dach prasselt. Freue dich, du bist hier warm und trocken. Egal, was im Außen passiert, ich bleibe in meiner Mitte. Dann langsam wieder auflösen, den hinteren Arm nochmal rüberholen, mit einer Verneigung auflösen. Dann bringst du deine Beine so zur anderen Seite, wie du es eben hattest. Du sitzt jetzt rechts von deinen Fersen. Das linke Bein ist aufgestellt. Du richtest dich an dem Bein gerade auf, umarmst entweder dein Knie mit der rechten Hand, mit dem rechten Arm, und der linke Arm dreht nach hinten auf. Du drehst langsam nach links,
Der Blick geht zur linken Schulter. Entspanne alles, was du entspannen kannst. Lasse los. Der Drehsitz. Entspannt dein Nervenkostüm. Das heißt, er sorgt dafür, dass du auf jeden Fall immer gelassen bleibst. Egal, was im Außen passiert. Dann langsam wieder auflösen, vielleicht nochmal zur anderen Seite rüber. Die Möglichkeit wäre jetzt da, vom Fersensitz aus in die Krähe zu kommen oder in die einfache Hocke. Auch die Hocke hat ja viele Vorteile. Die Krähe ist eine Gleichgewichtsübung. Dazu setzt du deine Hände wie Krähenfüße, Füße auf dem Boden, die Hände zeigen zueinander, die Ellbogen nach außen und dann gehst du langsam mit deinen Knien zu deinen Ellbogen und voilà, so soll es aussehen. Die Beine sind jetzt die Flügel der Krähe und wenn du es noch schaffst, nach vorne zu schauen, dann alles ist gut. Ich bin in meinem Gleichgewicht. Idealerweise, ihr macht das schon richtig, kommt jetzt die stehende Vorwärtsbeuge. Du kommst einfach aus der hockenden Position mit den Füßen, mit den Händen zu deinen Füßen und die Beine lang durchstrecken. Du kannst auch gerne mal deine Ellbogen umfassen und einfach mal das Gefühl der Wirbelsäule in der anderen Richtung, in die andere Richtung zu dehnen. Länge schaffen, Bandscheiben entspannen, lasse los. Auch eine sehr schöne Übung zum Loslassen. Du kannst auch gerne nochmal den Kopf ein wenig schütteln, wenn dir das behagt, vor und zurück oder auch seitlich, sodass die Frisur hinterher wieder super sitzt. Wunderbar. Und dann rolle dich langsam nach oben auf. Gib vielleicht nochmal die Arme nach oben und nach hinten, sodass du auf jeden Fall wieder gerade stehst. Komme dann in eine gegrätschte Stehposition, Blickrichtung zum Fenster, die hier sind, sodass du auch die ganze Matte benutzen kannst, die Füße so ein bisschen aufeinander zubewegen. Ich sag mal, eine Beinlänge zwischen den Füßen wäre ideal. Einatmend richte dich auf, bring den linken Arm gestreckt an dein Ohr. Ausatmend beugst du dich nach rechts. Die rechte Hand kann am Bein bleiben, am rechten, oder nach hinten in der Taille ablegen. Es geht darum, nicht in die wahnsinnige Seitdehnung zu kommen, sondern die Flankendehnung, das Öffnen jetzt der linken Flanke. Wunderbar. Einatmend wieder den Arm heben, ausatmend links senken, einatmen rechten Arm heben, strecken, ausatmen beugst du dich nach links. Linke Hand kann wieder hinten abgelegt werden oder am Bein verbleiben. Wichtig ist, dass die Hüfte nicht mitdreht, sie bleibt nach vorne ausgerichtet. Gleichmäßig atmen,
Einatmen, wieder aufrichten, ausatmen, Arm senken, Füße wieder näher zusammen, nochmal die Arme locker fliegen lassen, so richtig schön locker werden, Knie, Fußgelenke spüren. Und dann lüften wir nochmal und du ziehst dich warm an für die Schlussentspannung. Decke dich gut zu. Shavasana. Rückenentspannungslage. Die tiefe Entspannung zum Schluss lenkt die Energie wieder dorthin, wo am meisten Energie gebraucht wird, nämlich auch zu deinen Baustellen, die du vielleicht hast, ohne es zu wissen, im Körper. Körperintelligenz nutzen. Und dann machen wir noch zweimal die kurze Anspannübung. Beim ersten Mal hebst du nur Arme und Beine an, machst Fäuste mit den Händen, drückst den unteren Rücken fest auf den Boden, machst ein Zitronengesicht, alles anspannen, was anspannen kannst, feste drücken, halten, pressen, pressen, pressen und wieder lösen. Dann wieder Arme, Beine heben, Kopf dazu nehmen, Zunge weit rausstrecken, Augen aufreißen, Finger sind gespreizt, Hände Richtung Füße, Schultern weg von den Ohren, halten, halten, halten und mit einem Seufzer loslassen. Lasse alles los, was du loslassen kannst. Spüre nach, ob du jetzt gut liegst, ob alles gut zugedeckt ist. Atme ganz bewusst in deinen Bauch. Tiefe Bauchatmung. Wir kommen dann als nächstes zur Autosuggestion. Das heißt, wir gehen durch den Körper, ohne ihn zu bewegen, mit unserem Geist. Wir können dann die Entspannungsformel gerne jeder von euch nochmal im Geist wiederholen. So wirkt es besonders tief. Konzentriere dich jetzt auf deine Füße und sage dir selber, ich entspanne meine Füße. Meine Füße entspannen sich. Meine Füße sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine entspannen sich. Meine Beine sind vollkommen entspannt.
Ich entspanne Beckenboden, Hüfte und Gesäß. Mein Becken entspannt sich. Mein Becken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Rücken. Mein Rücken entspannt sich. Mein Rücken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Wirbelsäule. Meine Wirbelsäule entspannt sich. Meine Wirbelsäule ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine inneren Organe. Meine Organe entspannen sich. Meine Organe sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Bauch. Mein Bauch entspannt sich. Mein Bauch ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Brust. Meine Brust entspannt sich. Meine Brust ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern entspannen sich. Meine Schultern sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Arme. Meine Arme entspannen sich. Meine Arme sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hände. Meine Hände entspannen sich. Meine Hände sind vollkommen entspannt. Ich entspanne Hals und Nacken. Hals und Nacken entspannen sich. Hals und Nacken sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Kopf.
Mein Kopf entspannt sich. Mein Kopf ist vollkommen entspannt. Ich bin nun von Kopf bis Fuß vollständig entspannt. Alle Zellen meines Körpers sind voller Licht und Energie. Ich bin in Frieden und Harmonie. Dann genieße für die nächsten Atemzüge den Klang und die Stille. Vertiefe dann deinen Atem wieder. Bringe etwas Bewegung in deinen Körper, die Finger, Hände, Arme, Füße, Beine. Regel und strecke dich, mach die Bewegungen, die dir gut tun. Manche drehen sich gerne noch mal auf die Seite für einen Moment oder beugen die Knie noch mal an. Und dann komme langsam nach oben zum Sitzen für unser abschließendes Om-Singen. Setze dich mit geradem Rücken auf dein Kissen. Schließe wieder die Augen, atme vollständig ein und wieder aus. Und dann atmen wir ein zum Om. Shanti, Shanti, Shanti.
Om Frieden, Frieden, Frieden. Gruß an den Meister. Om Bolo Satguru Sivananda Maharaj Ki Jai. Ja, ich wünsche uns allen einen schönen Abend und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch, wie gesagt, Gesundheit, lecker Abendbrot und eine schöne Nacht. Om Shanti. Jo.